So, hallo zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Erstmal sorry, dass ich gestern Abend nicht mehr gestreamt habe. Ich hoffe, einige können verstehen. So zwischendurch muss man einfach auch mal einen Abend mit der Familie verbringen. Ich habe ja gesagt, wir sind gestern auf dem Fußballturnier unterwegs gewesen. Dafür habe ich ja morgens gestreamt. Ich hoffe, das können einige verzeihen. Aber noch eine kurze andere Info, bevor wir jetzt in den Shop reingehen. Wir haben jetzt bei Streamlabs herausgefunden, wie das funktioniert mit den Online-Zeiten. Jetzt nur als kleines Dankeschön an alle, die dabei waren. Das hier sind derzeit unsere 10 Top-Zuschauer von der Online-Zeit her. Ich habe mir gedacht, ich lasse mir da eventuell was einfallen. Wer zum Beispiel von dann bis dann die meiste Zeit im Stream war, so als kleines Feedback, bekommt vielleicht ein Skin etc., Emote. Irgendwie lasse ich mir da schon da was einfallen. Wundert euch nicht, klar, das ist jetzt hier noch nach Punkten sortiert. Aber natürlich auch nach Online-Zeit, weil wir haben noch keine Minispiele drin oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob ich es am Ende nach Stunden machen will, wer am längsten da war. Also einer aus den Top 10 soll dann irgendwas bekommen. Und ich zeige euch mal kurz, wie ich das dann machen will. Kurz mal hier wieder zurück. Technik, die begeistert. So, zum Beispiel die Top 10. Ich sage, wer unter den Top 10 ist, ist im Lostopf. Und dann mache ich einfach den hier und der Erste bekommt was. Oder der Zehnte bekommt was. Also es geht nicht darum, wer am meisten da ist, sondern eigentlich so unter die Top 10. Ist halt easy machbar mit dem Emote. So könnte ich quasi ohne Probleme, der Fünfte hat gewonnen. So gibt es kein Durcheinander, die Liste ist bekannt. An der Liste kann ich auch nichts verändern. Also ist schon mal ganz wichtig, dass es nicht irgendwie heißt, ja, ich hatte aber 5 Stunden. Also da müssen wir echt mal gucken. Vielleicht finden wir da irgendwie eine Lösung. Einfach mal öfters im Stream dabei sein und dann schauen wir mal weiter. Auch wenn gerade ein bisschen mehr Rette die Welt ist, beziehungsweise derzeit nur Rette die Welt. Aber wenn ich mir oben rechts angucke, 2500 V-Bucks, ich glaube, ich mache alles richtig. Weil derzeit bei Battle Royale, es gibt halt nichts zu machen. Man kann ein bisschen rumdaddeln, ja. Aber Rette die Welt ist derzeit so wirklich, wo ich sagen kann, da kann man Zeit investieren, gibt V-Bucks und ist nicht schlecht. So, jetzt gehen wir mal rein in den Itemshop. Ich habe schon gesehen, es gibt einen neuen Skin, nämlich den Tiefentaucher. Und ich muss ganz ehrlich sagen, derzeit sind schöne Skins drin und auch in Anführungszeichen günstige Skins. Also der hier ist definitiv nice. Hat so einen leichten Verschnitt vom Nvidia-Skin wegen Hose, Mundschutz, aber an sich, der Skin ist nice. Da bin ich sage ja, derzeit bin ich echt im Überlegen, ob ich mir den Skin kaufen soll oder nicht. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass im Februar doch ein dicker Battle Pass kommt. Ich kann es mir echt vorstellen, dass ein Jahres-Battle Pass kommt und da will ich halt einfach wirklich die V-Bucks zusammen haben, beziehungsweise. Falls es wirklich ein richtig teurer Battle Pass wird, dass wir da auch genug V-Bucks haben. Deshalb da ein bisschen Verständnis. Aber wie gesagt, der Skin hier ist definitiv nice. Und kurze Info, denkt dran, vergesst nicht das Video zu liken. Ich sage es nur als gleich direkt. Dann vergesst nicht meinen Creator Code einzutragen. YT-FamilyHack. Es werden langsam ein bisschen weniger Unterstützer. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich jetzt Rette die Welt spiele. Einige haben wieder aufgehört, weil wie gesagt, Battle Royale derzeit echt ein bisschen belastend ist. Kaum Content, nichts Neues. Aber ihr wisst ja, Epic ist im Urlaub. Von daher denke ich mal schon, dass da wieder was Neues kommt. So, denkt dran, YT-FamilyHack. Wir gucken hier mal weiter. Und dann haben wir hier den Kugelhieb. Ja, die Pickaxe sieht natürlich nice. Also ich finde sie nice. Vom Ton her nichts Besonderes. Keine Effekte, kein gar nichts, aber für 500 V-Bucks macht man da eigentlich nichts verkehrt. So, hier war nichts, hier war nichts. Dann haben wir Haze wieder mit drin. Mit dem, ich persönlich finde, die Rückenaccessoires sind bald langsam die größeren Highlights als der Skin an sich selber. Der Skin an sich ist recht, ja, ist halt solide. Muss halt jeder für sich selber entscheiden. Ist für, das hier ist für mich so ein typischer Frauenskin. Nichts gegen Frauen, um Gottes Willen. Aber. Ah, ist halt nicht für die Masse gedacht, denke ich mal. So, dann haben wir hier natürlich noch die Pickaxe, Sternenwucht. Und das war's dann schon wieder, was Haze betrifft. Dann haben wir die Expertin mit drin, die 9-mal kluge. Mit dem passenden Rückenaccessoire. Kein Apple-Laptop, sondern Lama-Laptop, man kennt es. Dann haben wir Prazer mit drin.
Ja, ist auch ein solider Skin. Für 800 V-Bucks macht man da definitiv gar nichts verkehrt. Dann haben wir Knieklatscher. Hat gefühlt auch schon jeder drin, außer ich. So, und dann haben wir Aufheulen. Erstmal Gruß an den, der es mir geschenkt hat. Wie gesagt, wenn ihr mir irgendwas schenken wollt, ihr seht ja, heute geht es erst ab 500 V-Bucks los. So, Holoscan habe ich auch geschenkt bekommen. Gruß geht auch daraus. Wie gesagt, ich freue mich über alles, was ich von euch bekomme. Der Support stimmt auf jeden Fall. Also, das ist echt zu krass, was ihr da raushaut teilweise. Erstmal nochmal danke dafür. Dann haben wir noch Doc Sauer. Ist halt auch ganz entspannt. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Wir gehen auch direkt schon wieder rüber in Rette die Welt, gucken da ganz kurz, was für Lamas es heute gibt, was die normalen V-Bucks-Missionen gibt. Da kann ich leider heute gar nichts sagen, weil die Seite irgendwie down ist, wo ich das Ganze immer nachgucke. Wenn aber irgendwo einer was findet, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich hefte das Ganze an. Euer Kommentar wird dann als Top-Kommentar angezeigt. Und das wäre dann echt nice. Oder ich gucke gleich selber nochmal gerade nach, wenn ich wahrscheinlich den Livestream gleich anmache. Ich weiß, wir haben 6:30, aber bin alleine, bin wach. Warum soll ich nicht streamen? So, warten wir nochmal kurz. Die Ladezeiten haben sich anscheinend doch wieder erholt, was Rettet die Welt betrifft, weil da war es ein bisschen übel. So, ihr seht unten, wir kriegen schon wieder Lamas geschenkt. Liegt daran, dass ich mir jetzt doch die Ultimate Edition gekauft habe. Ich konnte dann doch nicht widerstehen. So, wir sehen, in 3 Tagen kriege ich schon wieder 300 V-Bucks. So ist halt einfach Rette die Welt. Man bekommt immer wieder was geschenkt. So, dann gucken wir direkt mal. Upgrade Lama. Upgrade Lama ist immer gut. Grüße gehen raus an Schleuderaffe, der natürlich wieder sagt: Ja, kauft ihr die? Da sind Überlebende drin. Aber hier nicht, da ist nämlich nur Fallen-Upgrade, aber müsst ihr selber entscheiden. Wir öffnen gerade die 2 Lamas, die wir haben. Weil im Shop selbst ist eigentlich nichts Neues drin, glaube ich. Ja, ich glaube nicht. Ja, die Skizze ist natürlich für den Müll. So, was haben wir? Ja, vorsichtig, hier musst du immer vorsichtig sein. Nicht, dass du aus Versehen was kaufst. Oh. Gucken, was wir bekommen. Aber wahrscheinlich nichts. Ah, Schneeflocken, 50 Stück, ist nice. Ah, 2 Verteidiger, naja. So, dann gucken wir ganz kurz mal in den Shop. Wie ihr seht, hier gibt es für mich nichts mehr zu kaufen, weil ich halt einfach die Ultimate Edition schon gekauft habe. Und auch hier auf L, doch linker Stick. Auch hier könnt ihr mich unterstützen. Also wenn ihr wirklich mit euren Rettet die Welt unterwegs seid, auch hier könnt ihr mich natürlich gerne unterstützen, wenn ihr Lamas kauft zum Beispiel. Ihr seht es hier oben hier, wo Röntgenlammer Beute Gegenstände steht, ihr unterstützt der Creator. Guckt immer, dass da irgendeiner drin steht. Wenn ich drin stehe, danke dafür. Aber guckt, dass ihr einfach irgendeinen unterstützt. Weil es einfach verschenktes Geld, was ihr irgendeinem anderen in Anführungszeichen wegnimmt. So könnt ihr einen glücklich machen. Leute, die halt Content für euch machen, haben so natürlich die Motivation, noch weiterzumachen. So, gehen wir auch direkt mal rein in den Shop jetzt. Ja, wir sehen schon, hier ist nichts Neues drin. Wir haben halt auch schon alles soweit. Wir haben jetzt 9807 Gold. Daran sieht man schon, dass ich dann doch ein bisschen aktiv bin, was derzeit Rette die Welt betrifft. Aber da würde ich sagen, war es das jetzt auch schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Wenn du neu auf dem Kanal bist, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne, haut rein.